Hallo, ihr Rinnmarker. Der Rinnmarker möchte heute eine Zweigriff-Mischbatterie Übertisch instand setzen und vorbereiten für die Montage. Ich möchte auch die Werkzeuge vorstellen. Wir benötigen für die Montage eine Silikonspritze, Silikon, einen Zollstock, eine relativ kurze Wasserwaage, Wasserpumpenzange, eine feinzahlige Metallsäge, unser Sanikreuz, ein Messer, ein 30er Maulschlüssel, ein 17-19er Maulschlüssel, ein 9er Maulschlüssel, Hanf, Gewindekit. Ein Sortiment Dichtungen. Hanf, zwei Hahnverlängerungen, Armaturenfett. Und dieses Werkzeug, das ist zum Aufreiben. Ich werde es Ihnen vorführen. Ich möchte die Armatur zerlegen. Einmal unseren Auslauf. Dann unsere Exzenter und Rosetten. Exzenter, Rosette. Dann werde ich die Griffe demontieren, um an die Oberteile zu kommen. Jetzt werde ich die Oberteile rausschrauben. Für kalt und für warm. So haben wir die Armatur zerlegt. Jetzt kommt unser Werkzeug ins Spiel. Der Sitz von den Hahnscheiben, wo wir noch zu kommen, der wird in den meisten Fällen durch Wasserstein, Kalk, ja, rau sein, also nicht mehr plan. Jetzt kann ich dieses Gerät aufsetzen. Vorne ist wie ein kleiner Fräser dran und unseren Sitz mit leichten Drehen wieder planschleifen. Das ist unser Fräser, der Fräskopf. Ausblasen, ich weiß nicht, ob Sie es sehen, der Sitz ist eben und blank. So machen wir das auf beiden Seiten. Nicht donner, ganz locker, mit Gefühl. Genauso, wir haben einen Sitz, der metallisch blank und demzufolge auch eben ist. Diese beiden Oberteile habe ich schon vorbereitet. Jetzt möchte ich ein Oberteil zerlegen. Ich nehme erst oben den Sicherungsring raus. Dann drücke ich die Spindel durch.
ganz raus. Und werde beides auseinanderschrauben. Spindel und Unterteil, wo unser Ventilteller mit unserer Hahnscheibe sitzt. Jetzt nehme ich den Neuner Schlüssel und drehe die Hutmutter runter. Und komme so an unsere Hahnscheibe. So. Dieses gibt es, die Hahnscheiben, Nullringe, Dichtungen gibt es meist in einem Z. Also es ist ratsam, neue einzulegen. Eine neue Hahnscheibe auf unseren Teller, auf unseren Sitz. Die mit der Hutmutter wieder verschrauben. Aber bitte alles mit Gefühl, nicht mit Macht. Und neu noch Schlüssel. So, verschrauben wir das. Jetzt haben wir hier einen Nullring. Jetzt kontrollieren wir, ob der Nullring in Ordnung ist. In dem Falle ja. An unserer Spindel haben wir einen Nullring. Wir kontrollieren, ob er in Ordnung ist. Ja, der ist in Ordnung. Jetzt haben wir Armaturenfett. Wir haben unsere Spindelfetten. Und beides zusammenschrauben. Jetzt haben wir unsere beiden Nullringe. Dort werden wir auch Fett dran geben. Bevor was rauskommt. Unsere Nullringe. Diesen Sechskant, dann das Unterteil. Jetzt nehmen wir unser Oberteil, können wir restliche Fett, Armaturenfett abstreichen. Jetzt haben wir hier einen Sechskant und hier einen Sechskant. Dieses beides fügen wir jetzt wieder zusammen und drücken durch, damit die Spindel oben wieder rausschaut und wir unseren Sicherungsring aufsetzen können. Jetzt können wir kontrollieren. Ja, hat wieder Spiel und geht wunderbar. Jetzt haben wir hier außen einen Nullring, den müssen wir auch kontrollieren. Ist das in Ordnung? So können wir die Oberteile oder das Oberteil wieder montieren. Jetzt im Augenblick spielt es noch keine Rolle, ob warm oder kalt. Wie gesagt, die Oberteile immer so, als wenn das Ventil geöffnet ist. Nie nicht rausfahren und im geschlossenen Zustand montieren, sondern immer als wenn wir das Ventil öffnen. So, jetzt können wir unsere beiden Oberteile mit unserem wieder öffnen. Mit unserem Batteriekörper verschrauben. So, jetzt kommt unser 1719 ins Spiel. Und wir ziehen das wieder ein. So. Wir können jetzt unsere Griffe draufsetzen. Jetzt müssen wir Obacht geben, rechts ist kalt, links ist warm.
Also auf unserem rechts Keil aufsetzen. Können wir ausprobieren, können wir auf, dass es leichtgängig ist und können schauen, dass unser Ventil wieder schließt. So haben wir es wieder gangbar gemacht. Dann müssen wir sehen, neue Dichtungen. Und ich habe auch neue Rosetten und neue Exzenter. Jetzt werde ich die zusammenschrauben. Nee, gut. Das ist rechts und links verwechselt. So. Ich werde das rechts und links zusammenfügen. So, jetzt kommt unser Auslauf. Die gibt es in verschiedenen Längen, kurz, lang, rund, so wie ich es zurzeit habe. Aber das ist individuell, wie Sie möchten, so gibt es auch der andere. Mit unserem Körper verschrauben. Und so haben wir wieder eine funktionstüchtige Batterie. Später für die Montage habe ich zwei Hahnverlängerungen. Das sind solche Messing. Einmal mit Innen-, einmal Außengewinde. Die gibt es in verschiedenen Längen. Die muss man sich ausmessen und passend für die Montage auswählen. Der Rinnmarker bedankt sich. Bis zur Montage.